Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Hi. So, ich bin jetzt einfach mal nicht. Und wir müssen Und erstmal wieder einspielen. PvP einschreiben. Ach ja, genau. Ja, als Ja, grobe mach mal. Listen. Ja, ich hab's rausgenommen gerade. Bisschen mitgelistet, ja. Bist du. So, okay, dann mal auf den Gleiter drauf. Und dann gucken wir mal, wo es jetzt lang geht. Oh, da unten haben wir ein bisschen was zu tun. Helden plus 4. Na gut, okay, Helden plus 4 lassen wir jetzt mal kurz weg. Helden plus 4 lassen wir, dann Haus Terral. Können natürlich auch nach oben gehen. Ich würde erstmal nach oben gehen, weil da, obwohl Schmerzverträge, ich mach mal Ja, wir runter gehen doch. nach oben, wir gehen nach oben. Okay, runter hoch, hoch runter, ist ja scheißegal. Hauptsache, wir kommen an. Haben wir auch Bam, bam, irgendwie so eine bam. kleine Festung noch. Jawohl, jetzt hänge ich an der Mauer. So, jetzt lass mich durch, ja. Ihr kennt das ja, ab und zu schalte ich mal aus, damit ich auch mal vernünftige Thumbnails ohne Interface kriege. Seit ich den Trick kenne, muss ich den auch anwenden. Oft genug, gerade beim Gleiterfliegen. Ja, warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Warum Wenn nicht? man sonst nichts anderes zu tun hat. Und wo man muss ja sagen, also Alderaan, die Karte selber gefällt mir. Ich bin zwar nicht so der Schneefan, aber hier liegt ja auch nicht nur Schnee. Hier ist viel Grün, viel Schnee und beides gut gemischt. Und es sieht auch natürlich aus. Also sprich, ist halt ein kalter Planet oder ist eine kalte Jahreszeit. Und das merkt man, aber halt, wie gesagt, sieht natürlich aus. Nicht so einfach so lieblos dahin geklatscht. Wir müssen hier durch, ne? Ja, mittendurch statt nur vorbei. Das nutzt hier nichts. Ah ja, war natürlich auch noch eine Bonusmission, ne? Ja. Die müssen wir dann natürlich auch noch mitnehmen. Wie Ja, jede Bonusmission, die wir bisher müssen wir mitgenommen nicht, haben. du willst das immer unbedingt. Richtig, genau. Ja. Keine Angst, Leute, wir werden in der heutigen Aufnahmesession werden wir uns nicht in den Gruppenfinder eintragen, ne? Nicht, dass die Leute wieder sauer auf uns sind. Ich glaube nicht, dass die sauer auf uns waren. Die zwei, Die waren, beziehungsweise der eine genau richtig, sauer, die waren nicht sauer auf der uns, andere, sondern die keine waren sauer Ahnung, auf dich. der hat selber genug Scheiße gebaut, um sauer sein zu können. Boah, hier, lach nicht. Aber das ist halt trotzdem immer das Lustigste, würde ich sagen. Ja, natürlich, gehört halt dazu. Auch niemand ist perfekt und ich gleich gar nicht. Und Fails, na klar. Ihr guckt doch nur an, weil ihr solche Fails wie bei uns sehen wollt. Gebt's doch zu. Genau, Gebt's richtig. doch zu, Oder zum Beispiel Leute. halt so schlechte Folgen, wie wir das haben. Wir kennen euch doch. Naja, wie gesagt, deswegen habe ich den Du ja auch dabei. Sonst würden, na, andererseits wahrscheinlich ist er wieder so schlecht. Es würden wahrscheinlich mehr angucken, wenn ich es alleine mache. Aber naja, gut, okay. Was willst du machen? Kannst du ihn ja nicht alleine zu Hause lassen. Weint er wieder. Genau. So, apropos Weinen, da drüben sind noch ein paar Leute. Gehen wir mal dahin. Nur da ist eine Kiste, eine Kiste. Hatten Brauchen lang wir denn hier keine noch Kiste mehr. eigentlich? Zerstöre die Killik-Eihaufen. Wo sind die Eihaufen? Ah, das sind die Ja, hier, Dinger ich hier. habe hier einen. Ich Hast habe du hier einen einen Eihaufen? Eierhaufen, genau. Neben der Kiste. Ja, ist denn schon Ostern oder was? Nein, eigentlich kurz nach Weihnachten erst. Ah, der Gierschlund will natürlich gleich wieder da rein. Nehme ich das eben mit. Und das Vibro-Schwert brauche ich nicht, hier kannst du haben. Brauche ich auch alles nicht. Ja, Oh. latschen. Wieder auf die Eier gelatscht. Oh. Matscheier. Immer tritt er auf die Eier drauf. So, hier ist noch einer, den habe ich mal eben tot hier. Lecker Eiersalat. Ja, ich bleib stehen, das ist ein Elite. Ach so, der andere war wahrscheinlich auch schon ein Elite. Deswegen hat das so lange gedauert. So, wir können ja da hinten mal in das Grüne da reingehen, in die Gruppenphase. Ist das für dich grün? Das ist für mich grün, ja. Gut. Hätte ja sein können, wenn es nicht für dich grün wäre, dass es eben nicht deine oder meine Charakterquest ist. Müsste ich auch mal gucken, wo die ist. Hehe. Lalalala. Die Ulgo-Schmerzfabrik. Okay, ich hätte gern mal einmal Schmerz zu mitnehmen, bitte. Aber nur für die anderen. Das ist bestimmt ein Pharmakonzern hier. Ja, genau. Hier wird Ratiopharm hergestellt. Beziehungsweise Aspirin. N Oder nicht nur für Bayer. eine Firma Werbung zu machen, genau. Ja, ich glaube nicht, dass sie Komm, großartig hier habt Werbung ihr ein paar. gebrauchen. Meine ganz persönlichen Schmerztabletten. Glaube nicht, dass sie von uns Werbung gebrauchen. Warum nicht? Jeder braucht Werbung, egal wie klein oder groß die Werbung ist.
So. Wo geht's hier an sich lang? Was machen wir? Da hinten ist ein kleiner Raum. Ich bin schon in der richtigen Richtung. Ich bin, glaube ich, in der richtigen Richtung. Ja, ich nicht. Ich schon. Geh hier lang. Da hinten sind welche, die werden gefoltert. Die muss ich jetzt retten. Da bin ich gar nicht so. Oh, und schon habe ich sie wieder befreit. Oh, bin ich nett. Dafür kommen andere und sind sauer, weil ich die anderen befreit habe. Ne, sowas. Okay. Abgeschlossen. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Die ist immer noch auf passiv gestellt, oder was? Ja, vermutlich. Deswegen macht sie wohl nichts. Nee, die macht gerade nichts. Hahaha. Ja, meine war auch noch auf passiv Anfang der Folge. Habe ich vorhin erst umgestellt, aber ich dachte, du hättest schon. Deswegen habe ich es nicht, sag mal, mehr für so Bewandtnis befunden. Ah. Voll gut gezielt, die AOE. Uiuiui. Jetzt hör doch mal auf, du Major Ulgu. Ulgu Major. Ja, wenn ich so einen Familiennamen hätte, dann wäre ich ausgetreten. So, jetzt weiß das, du Ulgu, du. Ulgu. Entschuldigung, falls jetzt jemand Ulgu heißt. Das wäre es ja dann noch. Natürlich ein schöner Name. Außer die hier haben den. So. Okay, nächster Verteidiger. Für einen Verteidiger halten die aber recht wenig aus, muss man ja sagen, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Wobei das natürlich auch als Solo zu schaffen sein muss. Lalalala, ich lass dich mal. Ja, ja. Lass mich halt immer nur hier die Arbeit machen. Ich weiß schon. Und hepp. Alles umhauen, was umzuhauen geht, das ist immer das Schönste, was man machen kann. Wie sagst du so schön? Du magst zwar nicht, wenn man einfach immer alles cleant. Ich schon. Ich säubere gern mein Gebiet. Den Rückzug sichern sozusagen. So, das lassen wir erstmal. Ja, gut, genau. Warte, lass erstmal, bevor wir. Ja. Gut, ich denke jetzt nicht, dass er so stark sein sollte. Eindringlinge! Die Basis benachrichtigen und Kampfpositionen einnehmen. Folterdruiden neu ausrichten und notfalls die Killix freilassen. Wir können es auch mit den besten Truppen des Feindes aufnehmen. Ja, da habt ihr jetzt ein Problem. Wir sind die schlechteste Truppe des Feindes. Ihr habt schon genug angerichtet. Ihr werdet niemandem mehr wehtun. Ihr wisst überhaupt nichts, Jedi. Und ihr werdet auch nichts erfahren. Für Haus Ulgo! Für die Krone! Hat er gleich meine AOE unterbrochen, der Sack. Ich kümmere mich mal um die anderen, weil die Forscher da heilen nämlich. Muss ja nicht sein, so, der Finn. Ja. Bisschen Aua machen die schon. Na komm. Hallo, jetzt. War ein kleiner Leck. Okay. Den Folger. Jetzt. Ja, mach er erstmal hier, genau. Okay. Noch jemand? Ach, da hinten. So, also, was ist das hier? Mittelschwere Rüstung kannst du haben. Darum wird bereits gewürfelt. Ja. Dann ist ja gut. Ja. Guck mal, da drüben ist noch ein Folterdruide, wenn ich schon mal dabei bin. Das ist eh noch so eine Nebenquest. Kriegst du das eigentlich? So, schalte den Hauptcomputer der Schmerzfabrik aus. Alles klar. Einmal Aspirinbestellung aufheben. Lup. Kommst du mit her? Du musst mitschalten. Geht offenbar nur zu zweit. Mhm. Okay. Okay, warte erstmal. Jetzt aber. Immer diese nervigen Fliegen, die da. Ja, hallo, jetzt lässt du das mal.
Was hat denn jetzt geschossen? Ach, keine Ahnung. Tot. Wir haben jetzt ein PvP-Spiel, das müssen wir einfach nochmal weg. Ja, warum klappt das nicht? Dann probier mal, komm mal her. Das geht doch nicht. 3, 2. Uns darf halt sich keiner mehr bewegen. Okay. Ja, lass mal skippen hier, wegen PvP-Spiel. Ich geh mal auf Escape. Möchte das Gespräch abbrechen? Genau. So. Okay, und gut, dann die PvP-Spiel rein. Ja. Genau. So, jetzt geht's aber los. Sowas. Ja, ist eh nur eine kurze Runde. Ich denke, das wird dann bis zum Ende der Folge noch gehen. Ja, sieht doch gut aus, genau. Ja. Mal schauen. Wahrscheinlich werden wir jetzt absolut abstinken. Aber ich hoffe mal, du stinkst mehr als ich. Na gut, ich weiß, dass du mehr stinkst als ich. Ich meine, aber vom Abstinken her jetzt. Ja. Was hast du jetzt gekriegt? Ein Level Up. Bin jetzt auch 34. Beschiss. Wie viel Prozent hast du eigentlich? Ich hab, 75 oder so. Okay, wir hatten das ja im Let's Play nie wieder runterbekommen gehabt, ne? Du hattest ja von Anfang an immer einen kleinen Vorteil. Ja, genau. Aber gut, wobei wir natürlich immer dieselben Quests machen, aber du hast halt natürlich deinen Abonnentenstatus. Ja, ist es sogar noch ein bisschen mehr geworden. Mhm. Aber geht dir ja eh nicht bei Ion. Ah ja, wegen der Energie da hast du. Ja, genau. Richtig, dahingehend nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Ja, also ihr könnt selber auf meinem Kanal ein bisschen was noch schauen von Ion. Das läuft nämlich aktuell auch noch. Und und demnächst wird es halt natürlich auch wieder ganz normal mit dem LPT halt auch nochmal weitergehen. Schätze, wann ist die Folge? Ich glaube am 6. Januar kommt die hier raus hier. Und ich denke jetzt vielleicht, keine Ahnung, so vielleicht 10 Tage oder sowas in die Richtung wird es dann wahrscheinlich auch mit dem LPT weitergehen. Genau. 6. Januar hast recht. Cool, wenn man einfach nachgucken kann, was? Ja, auch da, da wo er nachguckt, das ist mein Folgentimer. Wer selber aufnimmt, vielleicht konnte es ja gebrauchen. Ja, also ich merke das oft genug auch gerade bei größeren YouTubern, dass sie halt irgendwie, keine Ahnung, halt auch das nur irgendwie vielleicht mit dem Handy machen oder sowas in die Richtung. Ja, also zum Beispiel Sarazar, der hat ja mal, als er hier bei seinem, wo war das hier, bei Dimension, wo er da quasi seinen Raum vorgespielt, gezeigt hat. Da hat er ja auch nur gezeigt, wie er. Oh, die gehen auf mich. Warum gehen die immer auf mich? Immer gehen die auf mich. Ich bin gleich weg. Ich bin weg. Du bist weg. Ja. Vor allem, bei den Menschen. Da hat er ja halt auch seinen Titel gezeigt. Der schreibt sich die ganzen Zeiten noch manuell auf. Da bin ich ganz zu faul dafür. Da bin ich voll zu faul dafür. Okay, mich hat es natürlich auch erwischt. Ja. Irgendwie fehlt bei jedem einer, ne? Irgendwie. Ja, aber na gut, solange bei jedem einer fehlt, schon vorbei. Haben wir keine Ausreden. Nee, das war Runde 1. Weil die schon zu viele Medaillen haben, deswegen? Eigentlich nicht. Wir sind nur noch zu zweit. Ja, wollte ich gerade sagen, der eine hat wahrscheinlich, weil wir so schnell weggehauen wurden, hat er gesagt, okay, dann eben nicht. Ganz ehrlich. Das ist gemein, das ist scheiße. Ja. Das na gut, ist dann scheiße. Ja, wir geben trotzdem unser Bestes. Ja. Ich lass mal hier oben bleiben. Okay. Vielleicht können wir ja einen Unentschieden oder so. Gucken wir mal. Gut, wobei es jetzt egal wäre. Eben. Lalalalalala. Vielleicht kriegen wir ja die, wir sind immer noch im geschützten Bereich. Na, dann gehen wir mal ein Stück raus. Oh, da kommt der schon. Der hat das Schild drauf. Die haben auch einen Tank dabei. Haben sie natürlich Vorteile gegenüber. Geh mal drauf da. Okay, geh erstmal weg. Jetzt sind wieder 3. Rix, kommst du weg? Ah, schwer, ne? Ich renn ja. Ja, der Tank ist auch schon wieder voll. Verdammt mich. Ja. Ach Mann, also heute kein Glück mit den Kriegsgebieten. Das ist doch traurig. Ja. Kein guter. Ne, ich wollte ja auch kein Faulwurm sein. Ich wollte ein Froschhund sein. Voll gemein. Immer ich. Mal gucken, ob ich wegkomme. Sieht bisher gar nicht aus. Lauf. Flieh! Schade. Ah, okay. Gut. Müsste es eigentlich jetzt auch schon gewesen sein. Ja. Ja, natürlich.
So, Kriegsgebiet verlassen in 5, 4, 3, 2... Ja gut, dann bekommst du trotzdem, ne? Genau. Boah, das war ja... Und? Aus. Ja, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss.